Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Wintereinstellung oder den Wintermodus fürs Fenster finden und einstellen. Das ist gerade ein riesiger Trend, weil wir wollen ja alle Heizkosten sparen. Aufgrund der enormen Energiepreiskosten sind wir alle irgendwo gezwungen, was zu machen. Und ja, häufig zieht es durch den Fenstern und jetzt gibt es den sogenannten Wintermodus oder die Wintereinstellung. Wie das Ganze einzustellen geht, worauf man achten sollte und wann man es besser nicht machen sollte, das möchte ich euch in meinem Video einmal erklären. Wenn euch das gefällt, lasst an der Stelle gern schon mal einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gern hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos und mir hilft es auf YouTube hier wahnsinnig weiter, auch weiterhin diese Videos für euch zu machen. Bevor wir jetzt loslegen und unser Fenster einstellen, in den sogenannten Wintermodus schalten, sollte man erstmal gucken, ob das überhaupt sein muss. Wenn wir nämlich ein Fenster haben, was komplett dicht ist, wo kein Luftzug stattfindet, dann braucht man auch nichts einstellen. Das heißt, nehmt ein Feuerzeug, fahrt hier einmal ab oder ein Räucherstäbchen und guckt, ob ein Windzug da ist. Manchmal kann man es auch mit der Hand spüren, vielleicht auch, wenn man den Handrücken so ein bisschen nass macht und ihr merkt, dass es hier auf einmal kalt durchzieht. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Anpressdruck nicht mehr so ganz passt und dass man gegebenenfalls dann auch hier einstellen kann. Ich habe das Fenster jetzt einmal geöffnet und jetzt kommen wir zum Einstellen des sogenannten Wintermodus oder der Wintereinstellung. Jetzt muss man aber vorab erstmal sagen, die Wintereinstellung oder den Wintermodus gibt es so gar nicht. Das ist ein Begriff, der, soweit ich weiß, erst recht neu entstanden ist, aufgrund der Energiekrise vermutlich. Es wird jetzt geguckt, wie kann man Geld sparen und da kann man natürlich die Fenster richtig einstellen. Was hat diese Einstellung für einen Hintergrund? Es geht hier um diese Dichtung, die das Fenster abschließt. Mit den Jahren werden diese Dichtungen ein bisschen weiter platt gedrückt, aufgrund der Situation, dass das Fenster meistens zu ist. Und wenn die Wirkung der Dichtung nachlässt, dann kann man hier über diese Schraube den Anpressdruck erhöhen und dann wird das Fenster weiter angepresst und dichtet dann wieder ab. Das heißt, wenn bei euch also tatsächlich ein Windzug durch ein Fenster ist, dann könnt ihr euch an den Pilzverschlüssen und an den Verschlüssen mal hier dieses angucken. Es sind mehrere davon, ihr müsst mal gucken, das ist je nachdem, wie viele Verschlüsse ihr am Fenster habt, wie sicher, wie hochwertig das Fenster ist, unterschiedlich viele. Ich habe hier eine Schraube, ich habe weiter unten noch eine Schraube, ich habe aber auch weiter unten am Fenster und oben noch weitere Schrauben, deshalb müsst ihr überall gucken. Ihr müsst natürlich auch dann überall den Anpressdruck gleichmäßig einstellen. Und hier ist die Schwierigkeit, das kriegt vielleicht nicht jeder hin. Das heißt, wer sich unsicher ist oder gar keine Ahnung davon hat, sollte dann vielleicht lieber die Finger einmal davon lassen. Es reicht jedenfalls nicht aus, wie in vielen Videos gezeigt, nur diese eine Schraube hier einmal einzustellen. Dann wird in dem Fall nur hier in dem Bereich des Fensters auch der Anpressdruck erhöht. Ja, wie geht man jetzt vor? Wie erhöht man den Anpressdruck? Wie stellt man in den sogenannten Wintermodus rein? Ihr müsst gucken, manchmal ist es ein Schlitzschraubendreher, manchmal ist es ein Imbusschlüssel, in meinem Fall ist es Torx. Und es wird empfohlen, dass man jetzt zum Winter hin das Ganze für eine Umdrehung dann reinstellt. Und das machen wir natürlich nicht nur an der Schraube, sondern an allen Verschlussschrauben, wo wir das einstellen können, am Fenster. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir in dem Fall den Anpressdruck erhöht. Ich habe jetzt bei meinem Fenster einmal ringsherum hier den Anpressdruck erhöht, in den sogenannten Wintermodus gestellt. Und jetzt schließe ich das Fenster einmal und ich merke auch, dass es ein bisschen anders schließt als vorher. Es sitzt irgendwie fester im Rahmen drin. Jetzt aber auch nochmal zu einer Sache, die ganz wichtig ist hier beim Einstellen des Fensters. Es wird ja dann empfohlen, im Sommer die Schraube wieder zurückzudrehen um eine Umdrehung. Das heißt, wer das machen möchte, sollte sich gegebenenfalls auch eine Markierung vielleicht mit einem kleinen Farbstift machen, wo die Schraube vorher eingestellt war und wo sie jetzt ist, dass man das auch weiß. Bei Fenstern, die relativ neu sind, wo die Dichtung noch gut ist, würde ich euch empfehlen, nicht in den Wintermodus oder in den Winterschutz oder in die Wintereinstellung zu gehen. Warum? Ganz einfach, ihr drückt die Dichtung damit unnötig glatt. Das Fenster ist dicht. Ihr seht aber dazu, dass es noch mehr angedrückt wird und die Dichtung wird dadurch glatt gedrückt und verliert dann schneller seine Funktion und muss irgendwann ausgewechselt werden. Das ist eine Sache, die sollte man wirklich nur bei alten Fenstern machen, wo es unten durchzieht. Da ist es auf jeden Fall eine Option und da braucht das dann auch im Sommer nicht wieder zurückstellen, weil auch im Sommer sollte es natürlich durch die Fenster nicht durchziehen. Ja, so viel zum Wintermodus oder der Wintereinstellung für Fenster. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann!